Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, hier an dieser Stelle sitzen sonst sonntags fast immer vier ganz treue Gottesdienstbesucher. Aus den bekannten Gründen ist dies ja zurzeit nicht möglich und wird auch vermutlich noch längere Zeit so bleiben. Darum werde ich mich öfters in dieser Weise an Sie wenden. Der eben gehörte Psalm ist vielen von Ihnen bekannt und auch vertraut. Fast so wie der Psalm vom guten Hirten. Auch die eben genannten Besucher kennen ihn gut, da wir ihn schon öfters in den Gottesdiensten hier im Wechsel gesprochen haben. Gemeinsam geht das jetzt erstmal nicht. Aber natürlich kann dem Psalm jeder auch für sich alleine beten. Es ist der 121. Psalm oder Sie finden ihn auch im Gesangbuch unter der Nummer 749. Ich möchte Sie herzlich einladen, ihn zu beten, vielleicht sogar allabendlich bei unserem Läuten um 18.15 Uhr. Denn ich glaube, dieser Psalm entspringt einer Situation, die unserer heute in Zeiten der Corona-Krise nicht unähnlich ist. Dazu möchte ich eine kurze Erklärung machen. Keine Gottesdienste mehr, kein gemeinsames Singen, kein Gebet, kein Segen. Die Gemeinschaft im Gottesdienst ist nicht mehr da. Und ich weiß, sie fehlt vielen. So ist die Situation eben jetzt bei uns. Lassen Sie uns gedanklich einen Zeitensprung machen. Gehen wir, zumindest in Gedanken, einmal 2500 Jahre zurück. Der Beter des 121. Psalms steht auf der Schwelle des Tempels in Jerusalem. Hier hat er wunderbare Stunden verbracht. Aber nun muss er gehen. Er muss diese Stätte der Sicherheit und Zuversicht verlassen. Er muss hinüber über den Berg, der da vor ihm liegt, und in die Wüste gehen. Die Gemeinschaft der Glaubenden fehlt ihm schon jetzt. Er hat Angst, denn der Weg wird gefährlich sein. Am meisten fürchtet er die Einsamkeit. Woher kommt mir Hilfe, fragt er sich. Natürlich von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sagt er zu sich selbst, und doch die Angst bleibt. Von hinten legt sich eine Hand auf seine Schulter. Ein Priester hat seine Angst gesehen und sagt nun, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Die Worte tun gut. Gott ist da. Aber all die Gefahren, die da auf mich zukommen, wendet der Beter ein. Es wird lebensgefährlich sein da draußen. Der Priester kann nicht widersprechen. Ja, das Leben ist ständig bedroht. Die Angst gehört immer dazu, besonders wenn sich alte Sicherheiten auflösen, wenn Krankheiten drohen und vielleicht sogar der Tod. Aber du bist nicht allein. Du bist behütet von Gott. Er ist dir ganz nah. Er wird dein Schatten sein in aller Hitze und dein Schutz in der Kälte der Nacht, wenn die Ängste kommen und die Einsamkeit. Die Angst und der Zweifel aber wollen nicht vergehen. Der Priester spürt es. Dann machen wir es jetzt anders, sagt er. Ich werde jetzt nicht mehr vom Segen sprechen, sondern dich tatsächlich segnen.
Neig deinen Kopf. Und dann segnet er den Menschen auf dem Weg. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Bis in Ewigkeit, denkt der Beter, jetzt und für alle Zeiten bin ich von Gott gehalten, was auch immer geschehen mag. Jetzt kann er seinen Weg gehen, gehalten, getröstet und gesegnet. Die Hoffnung, die ihn erfüllt, gibt er uns weiter, über den Abstand von 2500 Jahren hinweg. Gehen auch Sie, liebe Gemeinde, so gehalten und getröstet und gesegnet durch die kommende Zeit. Amen. Lasst uns beten. Diese Tage sind auf einmal so anders als unser gewohntes Treiben und Getriebensein. Manche sind krank geworden, viele haben Angst. Darum bitten wir dich, Gott, für Ärzte und Krankenschwestern in den Kliniken, für Väter und Mütter in ihren Familien, für Schulkinder allein zu Hause, für alle, die krank geworden sind und bangen, wie es für sie ausgeht. Für sie alle bitten wir, Gott, erbarme dich. Wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind und kein Arzt kommt, die sterben und keiner hält ihre Hand, die sich fürchten und nachts schlaflos liegen, die unterwegs sind, ohne Heimat und Haus und nicht wissen, wohin. Für sie alle bitten wir, Gott, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die Entscheidungen treffen, richtige und falsche. Für alle, die sich um gute Ordnung mühen. Für alle, die sich an die Regeln halten. Für alle, die die Dinge nicht so eng sehen. Für sie alle bitten wir, Gott, erbarme dich. Vielleicht bist du der einzige Gott, der den Überblick behält über unser Land und die ganze Erde. Du, Gott, weißt, was gut ist, besser als Menschen es wissen können. Darum bitten wir auch für uns selbst, Gott, erbarme dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfang den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.